zu sehen ist. Der Verbrecher setzt deinen Fuß darauf, sein Gesicht ist weiß wie Gold. Der Geistliche hält ihm das Kreuz vor, das Kreuz. Er sucht es gierig mit seinen blauen Lippen und schaut. Und weiß, weiß, weiß alles! Das Kreuz und der Kopf, das ist das Bild. Das Gesicht des Henkers, seiner Gehilfen, eines Geistlichen und einige Köpfe und Augen unten. Das alles kann gleichsam als Hintergrund in eine Art Nebel, als Accessoire gemalt werden. So stelle ich mir das Bild vor. Sie, Adelaida Ivanovna, Sie haben ein sehr schönes Gesicht, von allen drei Gesichtern das sympathischste. Sie treten dem Menschen heiter und einfach entgegen, aber Sie erkennen auch sofort sein Herz. Sie, Alexandra Ivanovna, haben ein wunderschönes und sehr liebes Gesicht. Aber Sie sind vielleicht insgeheim traurig. Sie sind sehr schön, aber Sie sind nicht fröhlich. Ihr Gesicht hat einen besonderen Zug. Er erinnert an die Dresdner Madonna von Holbein. Was Ihr Gesicht angeht, Lisaweta Prokofjewna, so glaube ich nicht nur, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass Sie in allem Guten, sowie in allem Bösen, ein vollkommenes Kind sind. Ungeachtet Ihres Alters. Sie nehmen es mir doch nicht übel, dass ich das sage. Sie wissen doch, wie ich über Kinder denke. Und Aglaya, was sagen Sie zu Aglaya? Kann dazu nichts sagen, oder doch? Sie sind eine außerordentliche Schönheit, Aglaya Ivanovna. Und? Ja, schön. Beinahe so schön wie Nastasia Filipowna, obwohl ihr Gesicht ganz anders ist. Sprüchlein in mein Poesiealbum schreiben. Ja, der hat sich aber mit unseren Gesichtern ganz geschickt aus der Affäre gezogen. Er hat uns nämlich allen geschmeichelt und sogar Maman. Unterlasse bitte deine Scherze. Er hat mir nicht geschmeichelt, ich bin geschmeichelt. Glaubst du etwa, er wollte sich aus der Affäre ziehen? Ich glaube, dass er durchaus nicht so naiv ist. Also
Also meiner Meinung nach seid ihr drei noch komischer als er. Er ist naiv, ja, aber mit eigenen Ideen. Natürlich nur von der allervornehmsten Art. Genau wie ich. Disagree. I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them. Decken, abducken. Haken. Jetzt was. Deine Beinarbeit. Willst du mir doch mal deine Beinarbeit? Das unter aller Kanone. Und Deckung musst du hochnehmen. Mann. Denk über dich nach. Und frag mich die ganze Zeit, wie dir wohl gehen mag. Hast Gewicht verloren. Sieht schlecht aus. Hast du wieder Blut gespuckt? Warst du im Krankenhaus? Hör auf. Das schlimmert. Wichtig ist die Meisterschaft. Im Training. Meisterschaft, ja. Aber sag mal, wie geht's dir denn? Hilf mir mal. Ich bin nicht so wichtig, du bist wichtiger. Du bist die Boxhoffnung. Einen Schluck. Ja. Mann, Alkohol für einen Sportler. Sehr kontraproduktiv, das weißt du. Das interessiert mich doch nicht so. Sag doch mal, wie es geht, Impolit. Keller, wir sind jetzt hier nicht psychologische Beratungsstunde, wir sind in meinem Boxtraining. Der Alte ist ein Dieb. Ich bin ein Bettler, der Ehemann meiner Schwester ist ein Wucherer. Das muss ja wirklich verlockend sein für Aglaya. Wunderbar. Worüber ärgerst du dich denn so? Du hast nicht mehr Ahnung als ein Schuljunge. Du glaubst wohl, all das könnte dir in Aglayas Augen schaden? Du
kennst ihren Charakter nicht. Sie ist fähig, dem glänzenden Freier einen Korb zu geben und voller Begeisterung mit irgendeinem Studenten durchzubrennen und mit ihm auf dem Dachboden am Hungertuch zu nagen. Das ist ihr Traum. Das muss doch nicht sein. Wir haben doch so wunderschöne Last-Minute-Angebote. Ihr seid alle so. Ihr schreckt doch alle vor der letzten Grenze zurück. Alle. Aglaya und zurückschrecken. Was bist du für eine kleine und niedrige Seele? Nichts als Geheimnisse. Und das in einer Angelegenheit, die größte Offenheit, Klarheit und Aufrichtigkeit erfordert. Ehen sollen geschlossen werden. Ehen, die nicht nach meinem Geschmack sind. Was willst du, Liebling? Sind sie etwa nach deinem Geschmack? Es macht nichts, dass der Fürst zuhört. Er ist doch unser Freund. Jedenfalls ist er mein Freund. Wissen Sie, Fürst, Sie halten mich für eine Schrulle. Aber ich kann unterscheiden, denn auf das Herz kommt es an. Alles andere ist dummes Zeug. Verstand braucht man auch, das ist klar. Vielleicht kommt es auch vor allem auf den Verstand an. Grinst du? Ich widerspreche mir nicht. Eine dumme Gans mit Herz und ohne Verstand ist eine ebenso unglückliche Gans wie eine dumme Gans mit Verstand, aber ohne Herz. Und beide sind wir unglücklich und beide müssen wir leiden. Und was macht sie so unglücklich, Maman? Erstens meine überschlauen Töchter. Und da das schon mehr als genug ist, brauche ich mich über Weiteres gar nicht mehr auszulassen. Ah, da haben wir ja noch einen Eheanwärter. Sie beabsichtigen also, in den Stand der Ehe zu treten? Stand der Ehe? Wie bitte? Welche Ehe denn? Sie beabsichtigen zu heiraten, wenn Ihnen dieser Ausdruck besser gefällt? Nein, ich will nicht heiraten. Nein? Ja. Gut, das werde ich mir merken, dass Sie heute an einem Mittwochvormittag meine Frage mit einem Nein beantwortet haben. Was haben wir heute Mittwoch? Mittwoch, Mama. Ach Gott, die wissen ja nie, welchen Wochentag wir haben. Welches Datum? Na, heute ist der 27. Mittwoch, der 27. Heute. Ja, der 27. In gewisser Beziehung sehr günstig. Aglaya, bitte, ich brauche nur ein Zeichen von Ihnen. Nur ein Zeichen von Ihnen. Und die ganze Angelegenheit. Bitte. Gehst du jetzt bitte mal die Kaffeesahne holen, Ganya? Ja. Ganya! Wo ist denn Ihr Schuh? Ich habe manchmal so feuchte Füße und dann läuft es runter wie Wasser und das schafft mir eine gewisse Erleichterung, wenn ich dann den Schuh ausziehe. Nur deswegen, also. Aber das kriege ich in den Griff, da gibt's ja Mittel dafür. Ich hole mal die Kaffeesahne. Hier, lesen Sie mal. Ich kann ja nicht den Brief lesen. Doch, können Sie ruhig machen. Ich habe nicht das geringste Anrecht auf Ihre Teilnahme. Und nein, ich, hier, irgendwann einmal haben Sie, hier die Stelle, haben Sie ein Wort. Irgendwann einmal haben Sie ein Wort verlassen, brachte, nur ein einziges Wort. Und dieses Wort brachte Licht in die ganze scheiße, schwarze Nacht meines Lebens so und wurde für mich zu einem Leuchtturm. Mal abgesehen von dem Stil, ja, sowieso, dieser Inhalt sowieso, hier geht's weiter, aber auf dieses Wort brachte mich meine Armut, würde ich bejahen. Ich werde freudig in den Kampf treten. Gönnen Sie mir doch die Antwort. Nicht, du lügst! Ich hab dich lieb, Mama. Ich hab dich auch lieb, Mama. Mama, Mama, sieh noch mal bitte was. Mama, bitte. Na ja, gut, wenn man mich schon bittet. Retire, Tamme.
Schöne t'aime pas, car tu l'as voulu. Tu ne qu'un ami pour d'autres sans faire. Wie ist Ihre Antwort? Sie haben mir doch den Brief gegeben, oder? Et ton baiser, ta tête endormie. Ne me parle pas. Das ist doch mein Brief. Haben Sie gerade meinen Brief gelesen? Ja, ich habe ihn gelesen. Hat sie ihn zu lesen gegeben? Ja, sie selbst. Was hat sie ihm gesagt? Sie sagte, dass sie umgarnen und kompromittieren wollten, möglicherweise ihr Freund. Keine Antwort ist die beste. Hören Sie auch auf, Sie verdammter Idiot. Sie können ja nicht mal einen Auftrag vernünftig erledigen. Entschuldigen Sie bitte, Gavrila Adaljonowitsch. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass ich früher tatsächlich so krank war, dass man mich wirklich fast einen Idioten hätte nennen können. Aber inzwischen bin ich vollständig geheilt und ich empfinde es daher als ziemlich unangenehm, wenn man mich ins Gesicht einen Idioten nennt. Obwohl man in Anbetracht Ihrer misslichen Lage Nachsicht mit Ihnen haben muss, haben Sie mich beleidigt, sogar zweimal. Sie haben vor, bei ihm zu logieren? Dann nehmen Sie sich in Acht, ich warne Sie, der wird Ihnen das nie verzeihen, dass Sie ihm den Brief zurückgegeben haben. Besonders so plötzlich, wo wir uns gerade eben erst kennengelernt haben. Und da wir uns hier in einer ausgesprochen angenehmen Gesellschaft befinden, halte ich es für besser, wir trennen uns, Sie rechts. Oder Sie bleiben hier und ich gehe raus. Und ich werde ganz bestimmt in einem Hotel gar nie unterkommen. Herr Fürst, entschuldigen Sie, kennen doch meine Lage überhaupt nicht. Es tut mir doch leid. Ich will gar keine so große Entschuldigung von Ihnen. Weiß ich doch, dass Ihnen das alles unangenehm ist. Entschuldigung, ich entschuldige mich auch überhaupt nicht bei Ihnen. Und dass Sie nur deswegen diese ganzen Zirkus. Warum sollte ich mich bei Ihnen entschuldigen? Sie haben... Gib mal Ruhe jetzt! Wenn hier einer schreit, bin ich das. Möchten Sie nicht noch ein Stück Kuchen, Ganya? Nein, nein, danke, nein, ich bin gesättigt. Gesättigt? Sie gewöhnlicher Mensch, Sie. Sie sind ja leider ein kluger gewöhnlicher Mensch. Ist es vielleicht deswegen? Ja, weil ich nun mal Schweißfüße habe? Was ist daran so schlimm? Ich weiß, es ist eine Behinderung und ich denke auch, ich liebe euch. Aber ihr seid so oberflächlich. Auch wenn Sie meinen, sich mit solchen Aktionen über das Mittelmaß zu erheben, ich bitte Sie. Selbst wenn Sie sich bisweilen einbilden, genial und über die Maßen originell zu sein in Ihrem Herzen, da bleibt doch immer ein kleines Würmchen des Zweifels. Das nagt und nagt, bis schließlich der ganze Mensch in Verzweiflung versinkt. Ach, Ganya, was fangen wir denn mit dem Mittelmaß an? Was sollen wir denn damit machen? Wollte man Romane ausschließlich mit Typen wie euch machen? Da würde man doch einkennen. Wir brauchen Sonderlinge und Originale. Originale? Nehmen Sie doch auch noch ein Stück für Ihren Vater mit. Wenn? Naja, der Nährwert bleibt ja erhalten. Vater wird sich freuen. Dankeschön. Kann ich mal mein Schuhschuh? Ach so, und wenn er, mein Vater, wenn er mit Ihnen spricht, dann sagen Sie ihm, Sie haben kein Geld, ja? Oder sagen Sie ihm, Sie haben es schon mit mir abgerechnet, oder was Ihnen einfällt, ist egal. Wie viel haben Sie denn? 25 Rubel. Naja, ist gut, okay. Aber geben Sie ihm nichts, ja? So. In Ordnung, haben Sie es verstanden? Na dann, herzlich willkommen. Sie kenne ich doch. Mensch, der Sohn meines alten Freundes und Weggefährten. Man könnte sagen, aus meinen Kindertagen. Mensch, ich habe sie als Kind auf meinen Arm gewiegt. Wie kann das denn sein? Mein Vater ist doch schon seit 25 Jahren tot. Richtig. Seit 25 Jahren und 3 Monaten. Wir drückten zusammen die Schulbank. Ich wurde dann gleich Soldat. Mein Vater war auch Soldat. Meine Mutter ist an Verkühlung gestorben. Nein, nicht an Verkühlung. Glauben Sie einem alten Mann. Nicht an Verkühlung. Es war der Gram um Ihren Fürsten.
Ihre Mutter, diese wundervolle Frau. Ich habe sie ja leidenschaftlich geliebt. Eines frühen Morgens, ihr Vater und ich, wir sahen uns. Zwei Pistolen, Schnupftücher, Tränen in den Augen. Zeugen? Nee, keine Zeugen. Wozu denn Zeugen, wenn man sich gegenseitig in die Ewigkeit befördern will? Pistolenmündung an die Herzen? Gleichzeitig ließen wir beide die Arme sinken und er sagte, nimm du sie, Iwolgin. Lebe du mit dieser wundervollen Frau. Seitdem waren wir engstens miteinander befreundet. Auch Menschen, ne? Hast du ihn angebettelt? Hast du ihn angebettelt? Ich hab doch nicht gebettelt. Hast du ihn um Geld gebeten? Sigania. Sag dir die Wahrheit. Hast du oder hast du nicht? Hat er? Wirklich? Bestimmt nicht. Zeig ihm das Geld. Genau, was ich meine. Was meinst du denn? Was? Pass mal auf, mein Lieber, wenn das nicht aufhört. Wenn es nicht ein für alle Mal aufhört, und das habe ich dir tausendmal gesagt. Ja? Dann ist Schluss. Und ich sag dir, lass mich endlich in Ruhe. Du lass mich endlich in Ruhe. Ich hab's bis hier. Hör bloß auf, Vater. Hör bloß auf, wirklich. Du kannst nicht mehr hören. Du auf, du. Hör endlich du auf. Was ist denn? Hat er das schon wieder getan? Ja, was soll er sonst machen? Schrei mich nicht an, sag ich dir. Schrei mich nicht an. Oh, entschuldige bitte. Entschuldige, dass ich angeschrien habe. Du hast mein Leben ruiniert, weißt du das übrigens? Du hast mich tausendmal angeschrien, aber mich hat keiner gefragt, weißt du? Guck dich doch an, du. Guck dich doch an. Mit Adalion Alexandrovich Nachsicht haben müssen. Arschloch, sagst du zu mir, ja? Er wird sie übrigens nicht allzu sehr belästigen. Du wirst schon noch sehen. Er spricht doch allein. Und? Weiter? Wenn er sie jemals wegen der Zimmermiete ansprechen sollte. Eigenen Sohn, den eigenen Sohn. Ich weiß, mein Bruder hat ihn jetzt schon gesagt. Aber doppelt ist besser, ja? Wenn er sie jemals wegen der Zimmermiete ansprechen sollte, so bitte ich ihn zu sagen, ich hätte bereits mit ihnen abgerechnet. Das heißt, dass auch ein Adalion Alexandrovich aufhören. So ein Scheiß Sohn, du aufhören. Angerechnet wird. Aufhören, du auf, hör du auf. Aufhören, ich aufhören. Aufhören. Unhalber, ja. Aufhören. Das Geld. Geh ich lieber ins Altersheim, du. Immer zu mir. Geh ins Altersheim. Geh ins Altersheim. Alles. Wem soll ich denn jetzt das Geld geben? Gib es doch den Klugscheißern. Ist mir doch egal. Ich hab's wirklich, dass ihr hab ich's. Das sagst Karl, du. Karl, du sagst das. Das ist ja wirklich das Allerletzte. Karl, der muss das sagen. Ah!
da bin ich also. Und dann macht das wohl. Du kopierst ja. Du kopierst. Du kopierst ja für sein Co-Frer, doch. Du kopierst ja für diese Geschichte mit Gania. Du kopierst ja nicht. Und jetzt kommst du hier, du kommst sogar hier. Was kommst du hier hier hier? Du hast nicht besoin de venir. Du hast nicht besoin de venir. Lass nur en paix. Lass nur en paix. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? On n'a pas envie d'avoir des femmes comme toi dans notre famille. Tu sais ça? C'est que l'argent qui t'intéresse. Excusez-moi, madame. Excusez-moi, madame. Je ne sais pas qu'il est malade. Il y a si longtemps que je veux faire sa connaissance. Vous ne me laisserez pas, général. Vous ne partirez pas. Je te promets. Je te promets qu'il viendra te voir. Sie sind der Papa, ja? Sie, der Papa, sind auch nicht besser. Wieso haben Sie sich bei mir niemals blicken lassen? Wie? Verstecken Sie sich selbst? Oder werden Sie von Ihrem Sohn versteckt gehalten? Sie könnten mich doch wirklich mal besuchen, ohne jemanden zu kompromittieren. Das ist nicht so einfach, wie Sie sich das vorstellen. Ha 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 ha!